könnte man hier erstmal noch die. Ja, da auch ruhig erstmal, ne? So, was haben wir hier drüben noch? Die können jetzt auch weg. Und die auch. Hier läuft auch. Hiermit bin ich jetzt noch nicht ganz so glücklich. Also das ist okay, aber diese Stelle hier, die gefällt mir gar nicht. Aber da passiert halt auch nichts, ne? Was ist da los? Was macht ihr da? Da braucht doch eigentlich keine Ampel sein, oder? Ist da überhaupt eine Ampel? Nee. Die fahren halt alle so dumm, ne? Was ist denn, wenn ich da eine Ampel mache? Ist, glaube ich, besser, ne? Nö. Ja, die fahren so dumm, weil da nur eine rüber... Ah, okay. Ich verstehe. Zwei Abbiegerstreifen. So klappt es euch ein bisschen besser. Naja, wir lassen es erstmal so. Es geht ja noch. Aber hier ist schon wieder heftig, ne? Da mal eine große Straße, eine sechsspurige. Hier auch. So. Das gefällt mir noch nicht so ganz. Wenn die auch wieder drehen müssen da. Ja, okay, ich verstehe. Okay. Warte, warte, warte. So. Wie macht er denn da? Das sieht doch ganz gut aus, so. Das ist hier noch ein bisschen. Könnte da eine vierspurige... schon eine, ne? Da muss doch eine sechsspurige hin.
Ja, die Gebiete machen wir natürlich damit ein bisschen kaputt, aber... Obwohl, das braucht nicht. Okay, warten wir erstmal ab. Aber was hat er vorhin gesagt? Reich sind die hier. Reich. Wohlhabend. Also rein reiches Viertel muss natürlich auch dementsprechend viel Gebühren zahlen beim Parken, ne? Setzen wir doch direkt mal auf 5. Oh, nur noch 3 Millionen plus. Scheiße. Oh nee. Pending updates to our power grid, the city will be experiencing rolling blackouts. We urge the public to remain calm during these breaks in service and to follow the guidelines on the city's website on how to plan for these temporary events. This has been a local public service announcement. Also in Berlin müssten alle anderen viel zahlen für alles, weil nicht die Reichen. So ist es eigentlich, ja, das stimmt. Ja. Das stimmt. This has been a local public Alle zahlen bloß sich die Reichen. This is Second Moon with J. Thomas Hornbuckle. Before we dive into our next selection, I'd like to take a few moments. So, wir schauen mal rum. Erstmal hier oben nochmal gucken. Hier hatten wir jetzt nur noch Industriegebiet, ne? Das kann auch weg. Das war noch Industriegebiet da. Hier ist noch Wohngebäude. For our feature story this hour, we're going live to Kim, who is downtown investigating the story behind our declining commercial zones. So, what exactly is driving this sudden downswing in business, Kim? Good question, Glenda. I'm standing outside what used to be one of the busiest stores in the city. Not das ist long dann ago, it would Geld, open aber. Its doors to lines Sind of customers ehrlich. 7 days a week. Now, Sind wir mal ehrlich. Like most of the commercial buildings on this once thriving city block. And the question on everybody's minds, how could it have come to this? Okay, das kriegen wir da nicht rein. Passt da nicht hin. Industry in the region is on the rise, and when business is doing well, that floats our boat. There's no sinking this boat, Glenda. So. Unten würde ich gerne mal Büros hinsetzen, ne? Nicht viel. So, da unten ist... Hier ist immer noch Stau. Müsste der weg. Der müsste sich das besser lösen. Ey, lass doch diese beiden da. Ah, sieht gut aus. Okay, da oben ist ein bisschen. Zwei Bezirke? Zentralbank könnten wir bauen noch, ne? Fortschrittsmenü. Was haben wir denn freigekriegt hier? War das, ne? Ja. Stadt,
Stadtwerbung. Werbekampagne erhöht die Attraktivität der Stadt, weshalb diese von mehreren Touristen besucht wird. Mhm. Hochgeschwindigkeit Schnellstraßen. Okay. Gut, Tiefgarage machen wir noch nicht frei. Das andere auch nicht. Strom. Kommen wir, glaube ich, auch noch ganz gut mit hin gerade. Wasser. Würde ich jetzt auch nicht machen. Medizin auch nicht unbedingt. Müll auch nicht unbedingt. Geologisches, eine andere geologische Forschung und Feldstudie. Nicht bei der Suche nach großen unterirdischen Erz- und Ölvorkommen. Polizeihauptquartier. Das machen wir ganz zum Schluss erst. Große Sportparks würde ich machen. Dann kommen wir auch zu den Dings noch rüber, ne? Touristenattraktionen. Das machen wir mal. Dann haben wir noch 7 frei. Gut, die behalten wir erstmal. Große Sportparks. Nein. Direkt ein Freibad mal, ne? Machen wir erstmal so ein Footballfeld. Gibt halt auch nicht viele, wo das hinpasst, ne? Ach so, so jetzt, okay. Geil. Einfach so eine kleine, so ein kleines Puppelding hier, ne? Und dann hast du so ein riesen Footballfeld. So, wir können hier oben weiter rausziehen. Was ist da los? Hier auch sechsspurig. Würde ich, glaube ich, darauf verzichten. Ich will die Anschlussstelle sowieso anders machen hier. Aber hier könnten wir sechsspurig ausbauen. Gut, gehen wir hier weiter runter. Was haben wir da? Eine Feuerstelle. Die bleibt. Die kommt weg. Machen wir
erstmal verschwinden. Die reißen wir auch erstmal ab und die auch. Büros haben wir jetzt auch mit hoher Dichte. Wie kann ich jetzt Werbung für die Stadt machen? Oder ist sie allgemein die Werbung? Oder warte mal, eigentlich müsste die doch durchs Rathaus laufen? Ah, das ist Sozialamt. Was mit Strom, hä? Könnte auch bald mal wieder, ne? Wasser geht noch. College. Wo haben wir denn das College? Universität. Bibliothek könnten wir der verpassen. Dienstleistung. This program to bring you a special news bulletin. Increasing areas of forest are being engulfed by flames. The thick smoke rising from the fire makes the air dangerous to breathe. Citizens are advised to vacate any premises near the fires and remain at a safe distance. Lass das alles so stehen. Warum soll ich daran rumdrehen an den Steuern, ne, wenn wir gerade fast 4 Millionen wieder haben? Achso. So, machen wir hier mal Büro. Und dann hier. Und da. Busdepot, den würde ich ein bisschen verschieben, auch wenn es wieder Geld kostet. Den werten wir mal auf. 10 Fahrzeuge mehr. Geht noch. Musst du halt anpassen, ne? Wenn die Leute
mehr sind, werden. Das hat dementsprechend passen mit dem mit den Arbeitsplätzen auch. So, Internet. Local authorities are urging the public to conserve water and reduce the burden on the city during this water shortage. Consider installing a low flush toilet, cut back on watering the lawn, and shower with a friend whenever possible. This has been a local public service announcement. How delightful! Another letter from our erstwhile listeners. What's up, honey? Me and my sister love you. Oh, that's nice. Y'all got clarinets and violins, but you got something most music these days ain't. Oh, yes. Lineage traced back to the great Hayden himself. Let's see here. Y'all got soul. Oh, yes. Soul. A raison d'être. Machen wir mal den. Telekommunikationsturm. You got playing the keys. Got more funk in his pinky. But I told her that ain't funk. That's classical. Yes, indeed. That must be most exacerbating. Classical music has been known since the time of the early explorers. Funk, by contrast, is an entirely modern conceit, and you'll find none of that here. Funk, as they say, is for the lone person. Now, let's hear another one of those soulful cans. For our feature story this hour, we're going live to Kim, who is downtown investigating the story behind our declining commercial zones. Das ist ja auch meine Straße so, what benötigt. Exactly is driving this sudden downswing in business? Kim? Good question, Glenda. I'm standing outside what used to be one of the busiest stores in the city. Not long ago, it would open its doors to lines okay, of da customers kann man jetzt upgraden. 7 days okay. a week. Now the place is shuttered, like most of the commercial buildings.